berichte euch heute von der gestrigen Personalratssitzung. Da hatten wir ein paar spannende Themen. Zum einen ging es um einen Teil der Übernahme von dem Bethesda-Krankenhaus in Duisburg, genauer gesagt um die Nuklearmedizin. Da gibt es noch ein paar Fragen, die offen sind, vor allem im pflegerischen Bereich, aber da sind wir am Ball und sind auch guter Dinge. Zum anderen ging es um Azubis, die wir leider ablehnen mussten. Es ging nämlich um 10 vietnamesische Azubis, die zu uns kommen sollen über ein Triple-Win-Projekt. Da haben wir noch diverse Nachfragen, zum einen die kurze Anreisezeit für die KollegInnen, zum anderen aber auch die Sprachkurse und noch diverses anderes. Also genau, da sind wir aber auch guter Dinge, dass wir da vorankommen. Dann hatten wir noch das Deutschland-Ticket als Gesprächsthema. Das wird ja leider nicht übernommen vom Arbeitgeber. Da haben wir uns als AG Nachhaltigkeit und Personal auf jeden Fall schon mal auf die Fahne geschrieben, da weiter zu agieren. Und zum anderen, gute Nachrichten für den Tarifvertrag Entlastung, gab es jetzt endlich Zahlen, hat der Arbeitgeber uns Zahlen vorgelegt. Die sind noch nicht abschließend geprüft, da müssen wir noch ein bisschen Fleißarbeit reinstecken, aber da setzen wir uns jetzt dran und können dann auch demnächst mehr berichten. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.